Everybody like hey, was geht YouTube? Ich bin's mal wieder, euer Scare, und ich darf heute wieder recht herzlich hier auf meinem Kanal begrüßen. Und ja, heute mal wieder ein Commentary. Und zwar habe ich heute mal wieder ein kleineres Thema eingepackt. Und zwar wissen viele von euch wahrscheinlich schon, dass der liebe Wiska Barca dem Fab-Clan gejoint ist. Tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, entweder Fab-I oder Fab. Und ja, ich sage jetzt einfach mal Fab. Also so wie einige von euch schon mitbekommen haben, ist der Wiska Barca dem Fab-Clan gejoint. Und ich wollte jetzt einfach mal meine Meinung dazu äußern. Und genau. Erstmal was zum Gameplay im Hintergrund, ist natürlich wieder mal das Spiel von Weak Xeon, wenn ich was Schönes finde, oder von mir. Ich habe auch noch ein paar Gameplays. Ja, auf jeden Fall steht alles unten in der Videobeschreibung, genauso wie meine Facebook-Seite, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und alle Designer, dies, das. Und ja, dann will ich jetzt einfach mal anfangen mit dem Thema. Meine Meinung jetzt persönlich ist halt, ja, Wiska Barca ist im Fab-Clan gejoint und die meisten von euch wissen auch, dass dafür einer sozusagen niedriger gestuft wurde, was ich persönlich jetzt überhaupt nicht gut finde, weil der ehemalige sozusagen von Fab ist dann halt auch geliefert, weil ihm das einfach nicht gepasst hat, weil ich muss auch sagen, so wie viele schon von so wie viele Zuschauer jetzt einfach schon kommentiert haben, da seht ihr jetzt auch noch ein paar Fotos im Hintergrund, Freundschaft geht über Fame, und ich finde, das ist echt nicht korrekt, dass man einfach einen aus dem Fab-Clan sozusagen niedriger stuft, man einfach ein Famer-YouTuber dem Clan joint. Also ich finde, das ist überhaupt nicht okay. Ich würde sagen, sie nehmen einfach noch Wiska Barca so auf, oder sie stufen erstmal Wiska Barca runter und kicken dafür sozusagen nicht einfach einen aus dem Fab-Clan. Weil ich finde, das geht irgendwie gar nicht. Weil ich muss sozusagen, ich war auch schon viel in Clan, und ich finde einfach, nee, ein Clan ist nicht einfach sowas, wo da halt ist, um YouTube zu machen und sowas und zu zocken, sondern ich finde einfach, ein Clan ist eine Gemeinschaft, wo man Spaß hat, wo Freunde sind, gut Deutsch, Jung, wo halt viele Freunde dabei sind, wo es einfach eine Freundschaft gibt und wo man Spaß am Zocken hat, und das natürlich alles zusammen, aber nicht einfach, dass Fame über Freundschaft geht. Ich finde, sowas ist eigentlich überhaupt nicht korrekt, und wenn sowas ein Clan macht, dann muss ich sagen, ist echt der Clan nicht gerade der Beste. Da hat er sich schon echt gut entschieden, dass er aus dem Clan raus ist, weil nur wegen Fame wird man niedriger gestuft. Hallo, also wo sind wir denn bitte? Ich persönlich würde auch direkt aus dem Clan rausgehen, weil ich finde, sowas geht gar nicht. Er war jetzt schon Ewigkeiten einfach im Clan und wird dann niedriger gestuft, weil so ein YouTuber mit 500.000 Abonnenten einfach im Clan joint. Also ich finde, das ist einfach abnormal, asozial, und ich finde einfach, das geht gar nicht. Sowas sollte man nicht machen und sowas muss man auch nicht machen, weil, guck mal, der Spieler, der war recht gut, und er war einfach perfekt sozusagen, einfach, er war ein richtig, richtig guter Zocker, er hat schon viel mit dem Fab-Clan durchgemacht, und da wird man einfach niedriger gestuft, weil ein Famer-YouTuber reinkommt. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was das bringen soll, einfach, na, okay, man hat zwar mehr Fame auf YouTube deswegen, aber ich muss ja sagen, Elotrix supportet ja eigentlich auch schon sozusagen den Fab-Clan, weil Fab ist einfach jetzt mittlerweile so berühmt geworden, die waren ja auch schon auf der Weltmeisterschaft, und ich finde, da braucht man jetzt nicht noch einen Fame-YouTuber drin. Weil sowas ist einfach asozial, wenn einer deswegen runtergestuft wird, und das ist einfach abnormal scheiße. Der soll sich einfach einen neuen Clan suchen wie Ruin oder hier UX, ist auch ein guter E-Sport-Clan, ist auch extrem gut, war auch auf den Weltmeisterschaften, und ja, der soll sich einfach einen neuen Clan suchen, scheiß einfach auf Fab drauf und zock einfach weiter mit deiner Gemeinschaft, such dir Freunde, mit denen du zocken kannst, und genießt es einfach. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's mal wieder mit dem Commentary. Und ja, haut rein, kauft rein. Peace out. Now you may be wondering how my raps rock, cause I'm so fifth key to the right at caps lock. And when my tracks drop, I'ma be sipping some rock while the whole skyline chilling in the backdrop. Hey, why you